Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rezept bei Critic Like Timo. Heute gibt es mal wieder was Fleischiges. Es gibt Thymiansteaks mit Würzzwiebeln. So, was braucht ihr dafür? Ihr braucht logischerweise Steaks. Ich habe jetzt hier zwei Hüftsteaks in einer etwas stärkeren Dicke. Dann braucht ihr Salz, Thymian, Pfeffer, Olivenöl, Dijon-Senf und ihr braucht eine Gemüsezwiebel. Die ist jetzt, glaube ich, so gezähntelt, gezwürftelt ungefähr. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Als erstes machen wir die Würzpaste für die Steaks. Dafür braucht ihr den richtigen Löffel, den ich mal wieder nicht vorher parat gelegt habe. Ihr dürft wieder nölen. So. 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Pfeffer, 3 Teelöffel Thymian, 1,5 Teelöffel. Dann braucht ihr so ungefähr 3 Teelöffel Dijon-Senf. Und ihr braucht so etwas mehr wie einen Esslöffel Olivenöl. So. Das Ganze jetzt gut miteinander vermischen, bis das eine schöne einheitliche Paste ist. So. Dann geht er bitte hin und nehmt jeweils ungefähr die Hälfte für jedes der Steaks. So. Nun wird im Prinzip einfach die Paste auf den Steaks verteilt und dann müssen die ein bisschen ziehen. So. Jetzt sollten die Steaks ungefähr eine halbe Stunde, wenn es 5 Minuten mehr sind, ist auch nicht schlimm, erstmal marinieren und dann geht es gleich weiter mit den Zwiebeln. So, die Marinierzeit ist um, das heißt, jetzt geht's los. Ich habe jetzt schon mal die Form aufgeheizt. Da kommt jetzt etwas Olivenöl rein. Und wir geben jetzt unsere Gemüsezwiebel dazu. So, jetzt kommt noch mal schnell unser
Teelöffel zum Einsatz. Jetzt geben wir einen halben Teelöffel Pfeffer darüber. Geben einen Teelöffel Salz dazu. Und wir geben zwei Teelöffel Thymian dazu. So, dann solltet ihr versuchen, die Zwiebelspalten etwas voneinander zu lösen. Wer gerne viele Zwiebeln mag, kann natürlich dementsprechend einfach das Ganze um mehr Zwiebeln ergänzen. So, Deckel zu. Jetzt können wir im Prinzip gucken, ich habe im Moment alle Bretter voll. Wir werden also jetzt gleich auch direkt schon unsere Steaks draufgeben. Ich bin pfiffig, beim ersten Mal nehme ich einen Handschuh. Versorge ich mir nicht die Zange so. So. Und grillen unsere Steaks auch direkt scharf an. So, Deckel zu und jetzt das Ganze ein bisschen arbeiten lassen. So. Die Steaks können wir jetzt drehen. Die Zwiebeln, ihr solltet die Zwiebeln so lange im Grill garen, bis sie anfangen, so eine leicht dunkle Färbung zu kriegen, also bis sie im Prinzip weich und leicht glasig sind, dann könnt ihr sie rausholen. Alleine hier durch die Form. Die Form hat ein bisschen, speichert natürlich auch Wärme, oder in dem Fall auch die Hitze. Und auf dem Weg könnt ihr dann nachher das Ganze auch noch einen Moment ziehen lassen. Das ist also kein Problem. Ja, jetzt arbeitet friedlich weiter. So, zwischenzeitlich haben wir die Zwiebeln in die inaktive Zone getan und haben in die indirekte Zone. Die holen wir jetzt auch runter, die können jetzt noch ein bisschen so ziehen. Unsere Steaks liegen jetzt auch, also ich habe den vorderen Brenner ausgemacht, wobei wir machen den vorderen sogar wieder an und machen den mittleren aus, dann kriegen sie schön von beiden Seiten Hitze. So. Die Steaks müssen jetzt noch einen Moment, an der Stelle schon mal die Info. Entschuldigung für den schlechten Ton im letzten Take. Wir waren so begeistert von unserem neuen Blickwinkel, den wir jetzt haben für auf den Grill, dass wir vielleicht vergessen haben, also genau genommen hat der Kameramann vergessen, das Teil auf der Kamera für den Tonempfang anzumachen und hat mich daran vergessen, vergessen zu erinnern. Gott, der Satz ist so kaputt gewesen. Hat vergessen, mich daran zu erinnern, mein Ding auch anzumachen. Also von daher, unnötig zu erwähnen, der Kameramann alleine ist schuld. Ja, ist er. So, was wir jetzt mal machen können, wir fragen mal unser schlaues Thermometer, bei wie viel Grad wir denn sind. Meistens gibt das brav Antwort. Könnte man ja fast schon runterholen. Gehen wir noch einen ganz kleinen Moment. Ich packe es heute übrigens nicht in Alufolie ein. Das hat den einfachen Grund, dass diese Kräuter da drauf, wenn wir jetzt die Alufolie nehmen würden, sich sehr leicht wahrscheinlich vom Fleisch lösen würden und die nachher alle da rumliegen haben. Aber gerade das macht das Ganze so geil. Mach mal aus. So, dann holen wir mal das gute Stück vom Grill.
Und jetzt gebt ihr im Prinzip einfach die Zwiebeln mit dazu und ich kann nur empfehlen, keine Zange dafür zu nehmen, ich kann nur empfehlen, immer so ein Stück Fleisch mit ein bisschen was von den Würzzwiebeln zu essen. Ist eine super leckere Angelegenheit. Ich bin auch schon ziemlich traurig, dass ich gleich das Ganze essen muss natürlich. Ja, ich hoffe, ihr habt Lust drauf, das Ganze nachzumachen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail. Oder lasst gerne einen Kommentar da, lasst mir ein Mag ich da, wenn euch das Rezept gefallen hat. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn es wieder ein neues Video gibt. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.